Moin, ich bin Lena und das ist Merlin. Heute haben wir für euch Hafenkante, ein Magazin von Studierenden der Jade Hochschule aus Wilhelmshaven. Diese Sendung haben wir innerhalb von 3 Monaten für euch vorbereitet. Wir studieren Medienwirtschaft und Journalismus und alles, was ihr hier seht, ist ein Ergebnis von 0 auf 100. Noch zu Semesterbeginn haben wir nichts mit Fernsehen zu tun gehabt. Heute zeigen wir euch das, was wir in den letzten paar Monaten geschafft haben. Unsere Sendung heißt Hafenkante. Und wir persönlich finden das Logo und auch den Titel sehr gelungen. Aber was ist Hafenkante? Ein Magazin von uns für euch. Wir wollten mal einen anderen Blick auf Wilhelmshaven werfen und haben dabei, wie wir finden, ein paar ganz spannende Themen gefunden. Wilhelmshaven ist ja wirklich eine Stadt, die vor allem in der Außenwirkung immer echt schlecht dasteht. Ja, das stimmt. Aber sie hat auch Stolz und Tradition und lässt sich auch nicht alles gefallen. Und den Beitrag, den ihr jetzt seht, hat sogar bundesweit Schlagzeilen gemacht. Fußball in Wilhelmshaven. Für Stadt und Verein ein Drama der vergangenen Jahre. Nach dem Zwangsabstieg aus der Regionalliga spielt der SVW heute nur noch in der Bezirksliga. Doch die erfolgreiche Klage gegen das Urteil der FIFA macht jetzt wieder Hoffnung. Jens Meyer ist seit 24 Jahren eng mit dem Verein verbunden. Den Tag der Urteilsverkündung hat er noch genau vor Augen. Wir haben uns morgens schon getroffen hier auf dem Kaffee und dann kam plötzlich die Meldung um 11:05. Jawohl, wir haben gewonnen. Großer Jubel hier und war schon stark. Jahrelang war der SV Wilhelmshaven eine feste Größe in der Regionalliga. Jens Meyer denkt gerne an diese Zeit zurück. Als Fan vermisst er vor allem eins. Das volle Stadion. Das war schon schön. Wir haben ja 2000 Leute gegen VfB Oldenburg. Das sind schon andere Spiele dann. Ne? Oder mal eben gegen DFB-Pokal hier mit 8000 Leuten. Sowas vermisst man natürlich am meisten hier. Also. Früher waren Vereine wie Eintracht Frankfurt zu Gast. Heute heißen die Gegner SV Brake oder VfL Stenum. Die aktuelle Bezirksligamannschaft profitiert noch heute von den Strukturen aus der Regionalliga-Zeit. Ich spiele in der Bezirksliga, was jetzt nicht so toll ist, aber von der Leistung auch nicht oder von der Qualität. Aber wir spielen halt im Jahresstadion, das haben nicht mal Drittliga-Vereine teilweise. Deswegen ist das schon Luxus, was wir haben. Dass der Verein nach dem Zwangsabstieg jetzt eine Rückkehr in die Regionalliga fordert, spielt für Trainer Lars Klümper aktuell eine untergeordnete Rolle. Jetzt erstmal das Ziel Bezirksliga schauen, da wir in die Landesliga kommen, sportlich, und alles andere liegt ja nicht in unserer Hand. Der sportliche Aufstieg in die Landesliga ist zum Greifen nah. Das macht sich auch auf den Zuschauerrängen bemerkbar. Lokalderbys wie hier gegen den Wilhelmshavener Sportclub Frisia locken regelmäßig mehrere hundert Zuschauer in das Jadestadion. Auch dieses Spiel entscheidet der SVW für sich. Mit 2:0 setzt er sich gegen den Lokalrivalen durch. Schöner Ball. Und gleich. Schöner Tobi, Ball. Mach ihn! Tobi! Jawohl! Aufgrund der ungewissen Zukunft muss der Verein aktuell zweigleisig planen. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Hans Herrenberger sieht sich für eine Rückkehr in die Regionalliga jedoch gut gewappnet. Wenn wir es schaffen, die Regionalliga im nächsten Jahr wieder nach Wilhelmshaven zu holen, dann werden wir auch, haben wir ein bestimmtes Konzept, wie wir hier Spieler in Wilhelmshaven binden wollen. Das heißt, wir wollen ihnen Arbeitsplätze besorgen, dass sie hier arbeiten und dass sie hier dann für den SV Wilhelmshaven Fußball spielen. Das hat folgenden Zweck, dass erstmal die Spieler an Wilhelmshaven gebunden werden und ich sag mal auch das Publikum sich dann mit den Spielern identifiziert. Das ist unser Ziel. Doch was bedeutet ein Wiederaufstieg des SV Wilhelmshaven eigentlich für die Stadt? Der Verein hat sich imagemäßig über viele Jahre so runtergewirtschaftet, dass ich zunächst mal bezweifeln würde, dass es so große Auswirkungen hätte. Was würde das für die Stadt bedeuten, dass wir wieder einen vernünftigen Fußballclub hätten, der ja relativ hoch spielt. Und wir hätten eine Konkurrenz auf jeden Fall Richtung Oldenburg dann. Ne? Ich nehme mal an, wenn man höher spielen darf, dass man dann auch mehr Gelder bekommt. Und da Wilhelmshaven ja ein bisschen traurig aufgestellt ist in allem, was so finanziell ist, wäre es sicher gut. Ob der Verein im Sommer in die Regionalliga zurückkehrt, hängt aktuell von einer Entscheidung des Norddeutschen Fußballverbandes ab. Bis dahin muss sich Jens Meyer noch gedulden. Eins steht für ihn jedoch fest. Diese Stadt und dieses Stadion haben das einfach verdient, mit 7500 Zuschauern hier mal wieder um den Aufstieg zu spielen. In die dritte Liga dann. Früher war es ja der Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Liga. Hätten wir schon verdient. Unabhängig davon, in welcher Liga der SV Wilhelmshaven im Sommer spielt, den Sieg gegen die mächtigen Verbände kann ihm heute keiner mehr nehmen.
Da kann man ja nur die Daumen drücken, dass der SVW tatsächlich wieder mindestens eine Liga aufsteigt. Hohe Arbeitslosigkeit, eine große Unzufriedenheit der Jugendlichen. Eigentlich in allem, was schlecht ist, liegt Wilhelmshaven immer ganz weit vorne. Aber wo lässt sich das ändern? Im Rat der Stadt. Rathaus Wilhelmshaven. Von hier aus regiert seit November der neue Stadtrat. 38 Ratsmitglieder sind in den Fraktionen vertreten. Er ist wohl der Einzige, der das nicht so ernst meint. Denn er ist für die Satirepartei Die Partei in den Stadtrat gezogen. Wir haben ihn im Ratssaal getroffen. Mein Name ist Andreas Tönnies und Sie sind hier im Ratssaal der Stadt Wilhelmshaven. Ist es nicht phänomenal? Schauen Sie sich um. Das können Sie nur mit mir hier haben. Warum gerade er hier ist? Listenplatz 1 war halt frei. Für ihn ein Mandat mit grenzenloser Freiheit. Beispiel Thema Jugend. Also ich denke, die Jugendlichen sind deshalb unzufrieden oder unglücklich, weil es in Wilhelmshaven eine Unterversorgung an Cannabis gibt. Und wenn sie mehr kiffen würden, wären sie vielleicht auch glücklicher. Sie denken einfach zu viel nach und handeln zu wenig. Ernst genommen wird die Partei nicht, aber das ist auch nicht ihr Ziel. Florian Wiese dagegen nimmt sein Mandat als Ratsherr absolut ernst. Er ist auch gerade zum ersten Mal in den Rat gewählt worden und ist mit seinen 21 Jahren mit Abstand das jüngste Ratsmitglied. Noch ist er Alleinstreiter im Rat für seine Partei. Solange das Büro der Linken in der Gökerstraße noch nicht fertig ist, erledigt er seine Parteiarbeit hauptsächlich von zu Hause aus. Wenn das Büro erstmal fertig ist, setzt er auf offene Türen und viel Dialog. Dort möchten wir so eine Bürgersprechstunde einrichten. Das heißt, dass die Leute sich dort eben wirklich dann mal äußern können, was ihnen konkret auf die Nerven geht, was gar nicht geht, wo man vielleicht Nachholbedarf hat, was man mal im Rat anbringen sollte. Noch steckt Florian mitten in seiner Ausbildung zum Buchhändler. Eigentlich war er mal Wahlkampfhelfer für die Grünen, doch dann hat er die Bücher von Sarah Wagenknecht gelesen. Sie war für ihn eine Wegweiserin. Er würde sich wünschen, dass sich noch mehr junge Leute so anstecken lassen. Um mal jungen Leuten Mut zu machen, in den Rat einzusteigen oder grundsätzlich sich zu engagieren, auch wenn man jung ist, dass man nicht unbedingt nur alt sein muss, um Politik machen zu können. Also einmal das Thema Musik-Kultur ist wichtig und eben auch Jugend und öffentlicher Personen- und Nahverkehr. Dass man eben nicht irgendwie sonst wie viel Geld bezahlen muss, um von A nach B zu kommen. Er hat sich viel vorgenommen. Sie hat den Rat gerade verlassen. Das Thema Jugendliche war für Sabine Gassmann immer eine Herzensangelegenheit. Fast ihre gesamte Zeit im Rat war die SPD-Politikerin auch Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Sie selbst war 29, als sie das erste Mal gewählt wurde. Eigentlich sollten es nur ein paar Jahre werden. Jetzt genießt sie die neu gewonnene Freizeit. Ich bin stolz darauf, dass ich seit 25 Jahren im Rat der Stadt Wilhelmshaven war, dass ich auch 5-mal wiedergewählt worden bin. Ich bin auch immer direkt reingewählt worden. Ich gehörte ja auch so ein bisschen zu einer Minderheit als Frau. Es sind immer noch nicht viele Frauen im Stadtrat vertreten. Die SPD-Politikerin steht für viel soziales Engagement. Ihr Blick auf die Kommunalpolitik. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich glaube auch, dass man nicht das ganz Große bewegt. Das bewegen die wenigsten Menschen, aber viele kleine Dinge geben auch eine Summe. Jugendlichen etwas bieten. In Wilhelmshaven ein großes Problem. Es ist irgendwie bis jetzt nicht richtig gelungen, Wilhelmshaven irgendwie so ein bisschen mit Esprit an die Jugendlichen weiterzugeben, obwohl wir einen Südstrand haben, obwohl wir das Pumpwerk haben. Ich glaube, es ist uns noch nicht so richtig gelungen, wirklich das von den Jugendlichen denen zu geben, was sie glücklich macht. Wir haben immer wieder auch im Rat über eine Skaterbahn gesprochen und die Jugendlichen haben gesagt, wir wollen eine Skaterbahn mitten in der Stadt. Und dann sagen die ganzen Leute drumherum, nee, die ist zu laut. Und ich habe es auch erlebt, dass wir mal eine Basketballanlage auf einem alten Schulhof aufgebaut haben. Die mussten wir nach 6 Wochen wieder abbauen, weil die Nachbarn sich darüber beschwert haben, dass bis spät in die Nacht Basketball gespielt worden ist. Da haben natürlich die Jugendlichen immer mal wieder das Gefühl, dass sie nicht willkommen sind. Aber ein großer Bereich für die Jugendlichen ist hier in Wilhelmshaven die mangelnde Perspektive, auch für ihre Zukunft. Das sehe ich ganz deutlich. Dafür wird sie auch in Zukunft weiterkämpfen. Nur im Rat überlässt sie das jetzt den anderen. Irgendwie schon ein bisschen traurig, was Frau Gastmann da erzählt. Ein super Basketballplatz, der einfach abgebaut wurde und trotz der ganzen Bemühungen auch immer noch kein Skaterplatz aufgebaut wird. Aber wo können die Jugendlichen da denn eigentlich noch hin und so sein, wie sie eben sind? Wir haben das Jugendzentrum Point besucht. Das Point, Jugendzentrum mit Tradition. Es ist das älteste in Wilhelmshaven. 1962 als Haus der Jugend gegründet.
Seitdem ist es für viele Jugendliche ein zweites Zuhause. Nicht mehr wegzudenken ist Merle, 21 Jahre alt und ehrenamtliche Mitarbeiterin im Point. Sie plant und organisiert Aktionen für die Jugendlichen und verbringt den Alltag mit ihnen. Für viele ist sie eine echte Vertrauensperson. Ich arbeite gerne mit Jugendlichen, weil mir das Spaß macht, die Lebensfreude und diese Energie in Kindern zu sehen und was sie für Sachen am Alltag bringen. Also ich arbeite jetzt seit einem Jahr hier. Ich habe erst angefangen mit einem Praktikum und nach dem Praktikum bin ich trotzdem immer wieder hergekommen und dann haben wir überlegt, okay, dann machen wir eine ehrenamtliche Mitarbeiter raus, habe den Juleika-Schein gemacht, möchte hier gerne auch meinen Bufti machen. Unglückliche Jugendliche in Wilhelmshaven? Merle denkt da anders. Also meine Jugendlichen kommen jetzt nicht gerade so unglücklich rüber, also die zeigen schon Strahlen. Ob tanzen, backen und einfach zusammensitzen, das Point bietet viele Möglichkeiten. Die Jugendlichen können hier vom Alltag abschalten oder sich ausprobieren. Auch Merle hat früher viel Zeit im Jugendzentrum verbracht. Ja, ich hatte da meinen ersten Freund und dann haben wir uns da immer getroffen und die ganzen anderen Freunde so. Wir wussten gar nicht, dass das Jugendzentrum da ist. Wir sind einfach mal vorbeigegangen und gesagt, ja, seit dem Tag haben wir da eigentlich jeden Tag gechillt. Und es hat eigentlich einem schon sehr geholfen. Das Point versucht immer wieder neue Möglichkeiten zu bieten. Musikpädagoge Felix lässt gerade das alte Tonstudio wieder aufleben. Die Jugendlichen sind selbst am Zug. Er ist der Meinung, dass jeder was für sein Glück tun kann. Ja, zu sagen, man ist unglücklich, ist immer ganz leicht, so finde ich. Und es liegt ein bisschen daran, man muss halt selbst was tun. Und die Kids müssen auch selbst was dafür tun. Aber man muss ihnen auch die Möglichkeiten bieten, sich zu entfalten. Und das versuchen wir hier. Ja, die versuchen, viele Jugendliche sind faul geworden. So zu uns damals, so, die sind echt faul geworden, die wollen alles. Ja, am besten muss alles sofort funktionieren, die haben keine Geduld mehr. Alles muss auf Schlag laufen und am besten muss man nichts dafür tun. So, das ist so die Jugend von heute. Ja, besser ist zum Beispiel diese Kids halt, die anzusprechen und die reinzuholen in solche Projekte, wie hier zum Beispiel das Tonstudio. Das mache ja nicht ich alleine, sondern das ist ein Projekt von Jugendlichen. Die sagen mir, was sie haben wollen, was so ihre Träume sind, was sie hier verwirklichen wollen. Und dann versuche ich, das halt möglich zu machen. Mit ihnen zusammen. Nicht nur musikalisch, sondern auch künstlerisch können sich die Jugendlichen austoben. Überhaupt ist das Point wie ein Farbklecks in Wilhelmshaven. Ja, ich höre das viel von den Jugendlichen. Ja, was können wir hier so machen? Hier ist es langweilig. Wir probieren auch immer Ideen aufzunehmen von den Jugendlichen, um sie umzusetzen. Ist schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es in Wilhelmshaven nicht so schön ist. Ich bin halt keine Wilhelmshavenerin, aber wir probieren das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, das Point ist auch dadurch, dass es das kleinste Jugendzentrum in Wilhelmshaven ist, sehr gemütlich, sehr familiär. Und die Atmosphäre gefällt mir. So ein bisschen Ersatzfamilie sind. Zusammen kochen, zusammen Abendbrot essen, auch Ausflüge machen zusammen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen familiär. Ja. Hatte nicht so eine schöne Kindheit wie vielleicht viele andere. Ich wurde nicht so zu Hause akzeptiert, wie ich war, weil ja, ich halt nicht so bin, wie meine Mutter das gerne hätte. Und das war halt schon so ein Zufluchtsort. Ich wusste, wenn ich da hingehe, dann werde ich irgendwie geliebt auf meine Art und Weise. Und das hat einem eigentlich sehr geholfen. Und das versuchen wir ja auch hier reinzubringen. Wenn die Probleme haben, können die halt immer gerne herkommen. Die dürfen halt alles gerne loswerden, ob das zu Hause ist, ob das in der Stadt ist, ob das in der Schule ist, mit Freunden. Und das können die halt gerne hier bei uns ansprechen. Wir helfen denen auch natürlich gerne. Im Point hat man das Gefühl, dass die Studie doch vor allem nur Statistik ist. Ein toller Ort, um dort seine Jugend auszuleben. Aber was machen die jungen Leute und Studierenden der Stadt eigentlich nachts? Wo geht man hin? Wo ist was los? Das Angebot in Wilhelmshaven ist da eher mau. Das meinen zumindest unsere Kommilitonen, die sich in Sachen Disco auf den Weg gemacht haben. Wilhelmshaven bei Nacht. Viel los ist sowieso nicht mehr. Aber hier ging manchmal noch was. In der Club Disco Stuvo. Das ist allerdings eine der letzten Partys, die hier steigt. Der Club schließt im Februar. Grund hierfür ist der Abriss der Brücke. Es gibt aber auch noch mehr Gründe. Die jungen Leute gehen einfach weniger weg. Dem Clubbesitzer liegt Wilhelmshaven sehr am Herzen.
Eigentlich hat er alles dafür gegeben, dass die Nachteulen Abend für Abend bei ihm ein Zuhause finden. Ich habe einen Partner, das ist das andere K bei K und K Gastronomie GmbH und ich, wir haben mal diese Disco 2009 eröffnet mit der Hoffnung, dass sie läuft und dass wir am besten jeden Tag aufmachen können. So. Das Publikum in Wilhelmshaven wollte das nicht. Der Plan ging nicht auf. Das kennt auch der Betreiber des Miss Pepper. Er war früher selbst DJ in Wilhelmshaven und hat dafür eine einfache Erklärung. Die Bereitschaft der jungen Leute, wenig Geld in Diskotheken und Clubs auszugeben. Das heißt, alles über 1 Euro ist zu teuer. Eintritt muss möglichst gering sein, aber die Technik muss super sein und die DJs müssen toll sein, die alle Geld kosten. Die Lage muss gut sein. Das alles passt natürlich nicht mehr so zusammen. Früher wehte ein anderer Wind. Die Ausstellung Break On Through to the Other Side im Schlossmuseum Jever taucht ab in die wilden Zeiten der 60er und 70er. Damals gab es Sperrzeiten, an die sich doch keiner gehalten hat. Das Palazzo war eine dieser Kultdiskos. Hier lebt Besitzer und DJ-Urgestein des Palazzos Wolle Willig immer noch seine Leidenschaft. Oft denkt er an die alten Zeiten zurück und ist traurig über die Entwicklung. Er vermisst die wilden Zeiten. Was heute noch existiert von den Läden von vor 40 Jahren, geht fast gegen Null. Es gibt eher so Nachfolger. In Wilhelmshaven existiert nichts mehr davon. Das Palazzo Gebäude steht noch. Es gibt auch jemanden, dem das gehört, der das als Diskothek vermieten würde, wenn man das für Einzelveranstaltungen gerne hätte. Deswegen haben wir da auch in den letzten 4-5 Jahren immer mal so Revival-Partys gemacht. Es gibt das Klingklang in Wilhelmshaven. Das ist personell verbunden mit alten Zeiten, weil der Betreiber auch in alten Zeiten schon in der Gastronomie-Szene tätig war. Der hat so etwas davon bewahrt an diesem Samstagabend, wo er ein jüngeres Publikum anspricht, die sich für Rockmusik interessieren. Heute ist das Risiko, eine neue Disco zu eröffnen, sehr groß. Nur wenige wagen sich. Und wenn ich mit den Zahlen von hier ein bisschen Risiko denken, was ich besser machen könnte und so weiter, an so eine Sache rangehen würde, dann würde ich mir das überlegen, gucken, ob sich das gut darstellen lässt und natürlich das auch machen. Aber ich würde kein zu hohes Risiko eingehen, beziehungsweise kein Risiko eingehen wie das, was wir hier eingegangen sind. Wer mutig ist, für den hat Wolle einen Tipp, wie es doch noch mit einer neuen Disco in Wilhelmshaven funktionieren könnte. Für Wilhelmshaven gilt generell, fang lieber klein an, dann ist es schneller voll. Und von da aus kann man dann sehen, aber nicht so großkotzig und nicht so großdimensioniert. Das funktioniert hier nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Disco-Kugel zukünftig wieder dreht. So. Und jetzt begrüßen wir einen Studenten der Jade Hochschule, der mit seinen Kommilitonen etwas Feines, aber Kleines auf die Beine gestellt hat. Ein super Projekt finden wir. Und hier ist er, Dennis. Hallo. Hi Dennis. Euer Projekt heißt ja Freiblock. Und ihr macht ja große Versprechen, indem ihr sagt, dass ihr das zweite Wohnzimmer zu den Studenten nach Hause holt und auch zu anderen Menschen. Aber was genau habt ihr da vor? Ja, wir machen nicht nur euch große Versprechen, sondern eigentlich auch uns, weil wir uns so einen Ort gewünscht haben. Und zwar hatten wir damals in einem Kurs der Jade-Hochschule uns überlegt, da war das Thema Vision und auch ein bisschen bezogen auf Wilhelmshaven, was kann man hier machen? Und wir haben uns so ein Studentencafé gewünscht, einfach so einen netten kleinen Ort, wo man sich treffen kann, gemütlich seinen Kaffee trinkt, miteinander redet, lernt, gerne auch irgendwie so kulturelle Projekte macht, sei es Tatort gucken, Mario Kart Abend, alles möglich. Und wir dachten, das gibt's in jeder Stadt und Wilhelmshaven hat dann doch seine 6000 Studenten, wo gibt's das denn hier nicht? Und dann haben wir irgendwie das alles im Angriff genommen. Klingt auf jeden Fall schon richtig spannend. Kannst du uns denn einmal durch euer Wohnzimmer führen? Wie sieht's aus im Café Freiblock? Ja, das ist eigentlich, wie man halt so ein typische Berliner Café sich so auch vorstellt. Also es ist natürlich ein bisschen rustikaler, dann natürlich, weil wir auch keine finanzielle Möglichkeit haben, alles ein bisschen zusammengewürfelt. Aber trotzdem, dass es halt gemütlich ist, dass du da eher Sofas hast anstatt Stühle, dass du halt gemütliche Lampen hast und nicht direkt irgendwie Neonlampen an der Decke, halt sowas. Dass du dich da wirklich reinsetzen kannst, wie in deinem Wohnzimmer zu Hause und denkst, hier will ich bleiben die nächsten Stunden. Ja, wenn das nicht gut klingt. Es gab ja auch schon andere Projekte in der Südstadt, zum Beispiel die Südlounge, die jetzt allerdings schließt. Wie sieht das aus? Wie möchtet ihr das langfristig schaffen?
Ja, es ist erstmal sehr schade, dass die Südlounge schließt, aber bei uns ist es ja der Vorteil, wir haben halt die ganzen Studenten quasi auf unserer Seite und das ist ja auch das, auf was wir ein bisschen pochen, dass man halt Veranstaltungen machen kann, dass dann auch Projekte präsentiert werden. Wir haben ja unglaublich viele Projekte an der Hochschule, dass die da vielleicht auch hinkommen können und dass man einfach wirklich einen Treffpunkt hat, wo man auch in Ruhe sich unterhalten kann. Das ist ja immer das Problem, dass du irgendwo in der Bar sitzt und die Musik ist so unglaublich laut, du kannst dich nicht vernünftig unterhalten und dass du da halt wirklich sitzt und auch dann wirklich dann kleine Rückzugräume hast, dass du viele kleine Räume hast, wo du dann auch mal lernen kannst, zum Beispiel, dass du auch wirklich rausgehst, weil ich habe das immer persönlich selber, dass man den ganzen Tag drinnen hockt in der Klausurenphase und dann denkt man sich irgendwann, oh, ich muss jetzt raus und dann macht man irgendwas, was man vielleicht nicht machen sollte und dass man dann vielleicht irgendwo hingeht, wo man sagt, okay, dann gehe ich jetzt raus, aber lerne dann mit Freunden zusammen und trinke dann guten Kaffee. Ja, das kennen wir auch. Dennis, du bist ja gebürtiger Wilhelmshavener. Ja. Was wünschst du dir eigentlich so für die Südstadt? Was meinst du, wo das noch irgendwie hingehen kann und glaubst du an diesen sogenannten Südkiez? Ja, ich bin selber gar kein Südstadtkind. Also ich bin in Neuengroden geboren und da auch groß geworden. Also erstmal, warum ich überhaupt noch hier bin, ich kriege oft skeptische Blicke, wieso bin ich denn noch hier? Das war damals eigentlich relativ zufällig. Das war meine einzige Studiumszusage, die ich hatte. Und da habe ich gedacht, ja okay, dann bleibst du erstmal hier, guckst dir das Studium an. Ja, und dann hat es mir irgendwann gefallen und dann hat mir auch irgendwann diese Mentalität nicht mehr gepasst, dass alle sagen, ja hier ist ja nichts, ich will hier weg. Ganz viele haben das Studium bei mir im Semester abgebrochen, weil sie gesagt haben, ah ja, ich will in eine Stadt, wo was los ist, auch wenn das Studium vielleicht ganz gut ist. Und das hat mich irgendwann gestört. Und dann dachte ich halt, ja, dann bleibst du halt einfach hier und versuchst das mal ein bisschen umzusetzen. Und dann bin ich in die Südstadt gezogen, ich glaube, das war im dritten Semester. Und da hat es mir unglaublich gut gefallen. Also dieses, dieses altbaumäßige hohe Decken, dass du überall halt so coole WGs hattest. Ich habe da unglaublich gute Hauspartys gefeiert, sowas. Und das, ich glaube echt an diesen Südkiez. Also wenn man da durchläuft und das mit anderen Stadtvierteln vergleicht, da hast du ein ganz anderes Flair. Das fühlt sich auch viel schöner an, ja. Ja, cool. Du studierst ja auch Medienwirtschaft und Journalismus. Was möchtest du nachher damit anfangen? Möchtest du hier in Wilhelmshaven bleiben oder hast du noch was ganz Großes vor? Was ganz Großes vor. Das Problem ist ja natürlich, wenn du in Wilhelmshaven bleiben musst, hier fehlen dir schlichtweg für unsere Bereiche, also für die Medienleute, berufliche Perspektive. Die hat man hier nur in gewissem Maße und da ist es schon übersättigt, also da, wo es in Angriff genommen worden ist. Aber ich würde halt gerne zum Fernsehen gehen, also alles mit Bewegtbild zu tun. Also ich arbeite gerne mit der Kamera, ich schneide gerne und ich finde halt auch so alles hinter den Menschen interessant. Deswegen mag ich auch die Südstadt so gerne, weil da gibt es so unglaublich viele Menschen mit Kanten und Ecken. Wenn man sich da mal unterhält und irgendwie am Kanal langläuft und dann mit Leuten schnackt, das ist unglaublich lustig, was die alles zu erzählen haben. Und auch wirklich die einheimischen Südstadt-Tiraner, sage ich mal, ist echt super da. Und das ist halt auch das, was ich gerne machen möchte. Ich möchte mit Menschen arbeiten und so Geschichten erfahren. Ja, also dann hast du hier auch schon öfter in unserem Studio mitgearbeitet, wahrscheinlich. Genau, ja. Ja, cool. Und nochmal zu dem Freiblog-Café. Ich finde ja den Namen ganz geil. Den fanden wir auch, ja. Das kam dir jetzt darauf, so von wegen, wenn man einen Freiblog hat, dass man da eben schnell hingehen kann? Genau. Oder was war da eure Idee dahinter irgendwie? Das war tatsächlich genau die Idee. Also ich bin nicht auf den Namen gekommen. Wir wollten zwar auch was machen, was nicht nur für Studenten ist, weil in Wilhelmshaven haben wir ja auch, wenn es viele nicht glauben, auch andere junge Leute, die sich beschäftigen wollen. Aber wir fanden den Namen erstmal relativ klang gut und dann war es halt auch immer, wir sitzen im Freiblock, dann sitzen wir unten in der Cafeteria und trinken Kaffee und das war dann halt auf lange immer langweilig und da haben wir ja Freiblock dann woanders verbringen und dann kam diese Idee zum Namen. Ja, ja, super, danke Dennis für das tolle Gespräch und wir wünschen euch viel Glück und kommen auf jeden Fall mal vorbei. Dankeschön. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema unseres letzten Beitrags, denn gerade haben drei junge Unternehmen den sogenannten Plug-and-Work-Wettbewerb der Stadt gewonnen. Sie sind ein Teil einer ganz neuen Gründergeneration, die sich gerade in Wilhelmshaven niederlässt. Genau, und früher fuhr sogar eine Straßenbahn durch die Südstadt. Das war quasi so der Hotspot schlechthin und sie wünschen sich das einfach wieder zurück. Studieren und gleichzeitig ein Unternehmen gründen? Dass das geht, haben schon viele Studierende unter Beweis gestellt. Dazu bietet die Jade-Hochschule in Wilhelmshaven verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Tobias und Eike haben diese Angebote angenommen und im Studium den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ja, wir sind Tobias und Eike von Mach meine Werbung, haben hier in der Jade-Hochschule bei der Medienwirtschaft und Journalismus studiert, haben das Studium mittlerweile abgeschlossen und haben jetzt unsere Firma seit 4 Jahren, die wir jetzt in Zukunft weiter ausbauen wollen. Eine Möglichkeit für den Aufbau der Firma hat ihnen die Gründerbox geboten. Dort können Jungunternehmer Büroräume an der Jade Hochschule kostenlos nutzen und ihre Idee weiterentwickeln. Irgendein Studienkollege hat uns erzählt, das ist die Gründerbox und wenn ihr da rein wollt, müsst ihr zu dem Herrn Leckscher.
Und dann sind wir zu dem Herrn Lekscher gegangen und haben unseren Businessplan vorgelegt damals. Nach ihrem Einzug in die Gründerbox konnten die beiden Jungunternehmer mit ihrer Idee richtig loslegen. Doch wie kann die Gründerbox eigentlich junge Unternehmen unterstützen? Ja, also die Jungunternehmen werden hauptsächlich durch die Beratungsleistung durch mich und den Professor Dr. Lekscher unterstützt. Das heißt, dass wir alle Fragen, soweit es geht, erstmal selbst beantworten. Und wir beide sind beim Wissens- und Technologietransfer der Jade Hochschule, die das Dach der Gründerbox bildet. Zudem werden regelmäßig Veranstaltungen angeboten. Die größte davon ist der Gründungstag, der jährlich im Wintersemester stattfindet. Die Gründerbox selbst ist dabei einzigartig in ganz Niedersachsen. Das wissen auch die Studierenden zu schätzen. An neuen Bewerbungen für einen Einzug in die Gründerbox mangelt es nicht. Neben den Beratungsleistungen hat die Gründerbox auch Büroräume und einen großen Besprechungsraum zu bieten. Diese Räumlichkeiten werden von den einzelnen Jungunternehmern natürlich auch dazu genutzt, sich auszutauschen. Sehr positives Klima. Also wir sind eigentlich ganz gut vernetzt. Haben auch schon mit einigen aus der Gründerbox zusammengearbeitet an Projekten. Da hört man immer mal wieder was, wird immer mal wieder angesprochen, wird zu diversen Events mit eingeladen. Da ist schon so ein bisschen Netzwerken. Vernetzen können sich junge Gründer auch in der Südlounge in Wilhelmshaven. Dort hat kürzlich zum zweiten Mal die Prämierungsfeier des Plug-and-Work-Wettbewerbs stattgefunden. Das Projekt setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung junger Unternehmen in Wilhelmshaven ein, um ihnen eine langfristige Perspektive in der Südstadt zu ermöglichen. Also Wilhelmshaven ist eine Stadt, die am Wiedererblühen ist im Moment. Und das sieht man besonders hier auch in der Südstadt. Es werden ganz, ganz viele Immobilien saniert im Moment. Es entsteht neuer Wohnraum, es entstehen neue Geschäftsräume. Und die müssen mit Leben gefüllt werden. Und wir haben in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht etwas zu wenig für die Unternehmer getan. Und insofern versuchen wir das jetzt seit gut 4 Jahren. Und es ist ja eine Menge los heute Abend. Die Südlounge ist voll und insofern ein ganz tolles Event mit einem Mega-Erfolg. Zu den Gewinnern zählen auch Eike und Tobias. Naja, wir haben uns jetzt über die 4 Jahre, die wir das schon machen, einen Kundenstamm aufgebaut. Und diesen Kundenstamm möchten wir jetzt auch gerne weiter pflegen und weiter bedienen. Und da bietet es sich natürlich an, dann in Wilhelmshaven auch zu bleiben. Es lohnt sich also, dabei zu sein. Auf die Gewinner warten renovierte Räumlichkeiten in der Südstadt, welche sie ein Jahr lang kostenlos nutzen können. Nächstes Jahr das Büro. Wir haben jetzt auch schon einen Vorvertrag unterschrieben. Also wir wissen jetzt schon, in welche Räumlichkeiten wir kommen. Das wird super schick aussehen. Wir wissen, wie es ausgestattet sein wird. Wir sehen die ganzen Bilder schon im Kopf und überlegen uns schon, was wir da für Möbel reinstellen. Von daher ist es super. Die Arbeit geht weiter und wir hoffen einfach, dass es nächstes Jahr noch besser läuft als die letzten Jahre und vielleicht können wir 2018 den ersten Mitarbeiter fest anstellen. Die Zeit in der Gründerbox neigt sich für Eike und Tobias somit dem Ende zu. Schon bald werden sie Teil der neu belebten Südstadt sein. Und das war's auch schon mit unserer Sendung Hafenkante. Wilhelmshaven, eine Stadt mit vielen Ecken und Kanten, die aber doch irgendwie liebenswert ist. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Es war wirklich eine große Herausforderung, diese Sendung in diesen paar Monaten vorzubereiten. Aber es hat sehr großen Spaß gemacht. Und wir haben auf jeden Fall was draus gelernt. Und an dieser Stelle möchten wir uns auch gerne bei unseren Kommilitonen und auch unseren Dozenten bedanken. Gute Besserung auch an Elena. Sie sollte eigentlich heute hier stehen und moderieren, aber sie ist leider krank. Bleibt ihr gesund und vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht sieht man sich ja ab März im Café Freiblock.